Bahnhofsvorplatz vor dem Kölner Dom ist an einem warmen Mittwochnachmittag im September viel los. Bei einem Segnungsgottesdienst für Liebende wollen Seelsorgerinnen und Seelsorger das tun, was ihnen die Weltkirche eigentlich untersagt: den Segen gleichgeschlechtlicher Paare. Action here in Köln in Germany. We defend the Catholic faith in public, and we had a surprising enemy. We had Antifa of attacking us because we are defending Catholic teaching. Possible that the group is that so fanatic with the sexual revolution and with the libertarian spirit of total freedom and anarchy attacking us who belonging to the cathedral here, to the Catholic Church. It's a mystery, but we have to stay faithful to the church and our teaching. Also wir haben aktuell eine laufende Kampagne gegen den aktuellen Umtriebe des synodalen Wegs, und wir sagen, dass diese Wege, die aktuell hier betrieben werden, und auch diese Segnungsfeier nicht rechtens ist und nicht der Moral der katholischen Kirche entsprechen. Also wir sehen ja aktuell auch in den traditionellen Priesterseminaren immer mehr Zulauf, und auch bei uns gibt es eine große Menge an jungen Leuten, die sich für uns interessieren. Hingegen ist es meistens, wie auch bei den Versammlungen des Synodalen Weges, meistens ältere Damen und ältere Herren, die da hinkommen, und wir aber sind die Jugend und wollen nicht, dass die Kirche zerstört wird von solchen Umtrieben. Oh!